Kennt ihr das? Der Geekfreaks-Typ hat immer so viel Dynamik und redet immer so schnell und macht immer so viel Blödsinn. Nope. Heute geht's um etwas ganz, 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 ganz Cooles. Mikrofone. Das ist jetzt keins, aber es geht um Mikrofone. Ich habe einige hier und der Titel des Videos ist kein reißerischer Blödsinn. Nein, es geht wirklich darum, Headsets sind kacke. Headsets sind richtig mies. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Denn Headset-Technologie ist seit Jahren verfügbar und auch die Lavalier-Mikrofontechnologie, die ich hier gerade benutze, um dieses Video aufzunehmen, ist seit Jahren verfügbar. Die Kapseln sind bei vielen Mikrofonen fast gleich und wer sich jetzt fragt, warum Headsets so scheiße sind und wer eine Alternative haben möchte, der bleibt dran in diesem Video, denn ich erkläre euch alles und ich habe meinen neuen Contender, den ich vorstelle, der alle Headsets nass macht. Viel Spaß im Video. Kommen wir erstmal zur Prämisse. Warum sind Headsets scheiße? Danach schauen wir uns an, was gibt es für Mikrofone, Mikrofontypen auf dem Markt. Dann kommen wir dazu, warum ich der Meinung bin, Headsets sind scheiße. Und die Alternative und wie ihr euch selber einen sauguten Klang, nicht nur für Streaming, Videos, für Livestreams, für Discord, für jegliche Chat-Applikation holen könnt. Es sieht auch noch gut aus, ist einfach und kostet viel weniger als richtig, richtig teure Headsets. Es gibt viele Mikrofontypen. Es gibt dynamische Mikrofone, es gibt Elektretmikrofone, es gibt Großmembranmikrofone, es gibt ganz viele verschiedene Typen. Und worin unterscheiden sie sich? In der Kapsel, das Shure SM58. Das ist ein Mikrofon um die 100 Euro und das hat so gut wie jeder Musiker als Gesangsmikrofon bei sich im Sortiment. Dieses Mikrofon hat einen Perk, denn ihr kennt bestimmt als Streamer das Shure SM7B, das ultra tolle, mega gute, schwer zu betreibende manchmal, weil es viel Gain braucht, Standard-Podcaster-Referenzmikrofon. Jeder will es haben, kostet auch viel Geld, seid ihr bei so um die 200 bis 300 Euro dabei, je nachdem, ob ihr es gebraucht schießt oder neu kaufen wollt und so weiter und so fort. Shure SM58 hat hier drin die gleiche Kapsel wie der Shure SM7B. Es ist die gleiche Kapsel. Der Sound von Mikrofonen wird getrieben nicht durch linearen Frequenzgang, sondern durch eine Charakteristik und die wird bestimmt von der Elektronik, die hinter der Kapsel sitzt. Es ist aber die gleiche Kapsel. Und wir werden das Ding später mal antreten lassen gegen das Shure MV7, was ich hier habe, was ähnlich klingt wie das Shure SM7B. Dann schauen wir uns noch die stockverbauten, richtig, richtig schlechten Mikrofonierungsdinge an in diesem Bone Contacting Headset. Dieses Bone Contacting Headset kostet 30, 40 Euro. Das benutze ich im Livestream. Einfach, dass ich die Ohren frei habe, dass ich was hören kann und die Jungs auf dem Ohr habe und gleichzeitig mit dem Chat interagieren kann. 30, 40 Euro. Muss nicht gut klingen, hat aber auch ein Mikrofon. Und über das reden wir am besten gar nicht, aber das zeige ich euch auch. Dann schauen wir uns an das HS80. Viele bezeichnen das Corsair HS80 als eins der bestklingendsten Headset, was Mikrofon angeht. Und das werden wir mal auf den Prüfstand stellen, denn ich habe dieses Mikrofon mehr oder weniger zerrissen, weil es halt wieder Headset-typisch ist. Und warum, das schauen wir uns nämlich gleich an, denn wir kämpfen und es geht heute um das Entillion ModMic Wireless. Nicht zu verwechseln mit dem Entillion ModMic kabelgebunden, denn das hier klingt um 300 Welten besser. Das ModMic Wireless. Ein kleines Mikrofon, das ihr mit einem sehr uniken, möchte ich es mal nennen, mit einem sehr einzigartigen kleinen Mechanismus überall befestigen könnt. Hier zum Beispiel. Das kann man hier magnetisch befestigen, drehen und an die Position anpassen, die man will. Ich habe es zum Beispiel hier an meine Bone Conducting Sound gemacht, indem ich einfach diesen Anschluss genommen habe. Das ist so ein ganz kleiner, super schnuckliger Anschluss und den habe ich einfach so einen Magnetanschluss. Und den habe ich einfach genommen und habe ihn mit einem Stück Tape da dran gemacht, dass wenn ich das Ding aufsetze, ich das ModMic einfach festmachen kann. Dabei sind auch Klebepads, die habe ich nur leider schon aufgebraucht, weil ich an jedes Gerät so ein Klebepad machen wollte. Einfach, dass ich das ModMic überall mitnehmen kann. Jetzt sieht das Ganze ziemlich Matrix-Operator-Style aus. Nein, ich kann das überall festmachen. Ich habe auch einfach mal so eine Umhängehalterung genommen von meiner Go-To-Kamera von Insta, die Insta Go-To. Dann kann man es so hier an befestigen. Alles nicht so wichtig, aber ihr seht schon, die Kapsel hier ist nicht größer als diese Kapsel im Endeffekt.
Nee, nur das Plastik außenrum ist größer. Diese hier hat noch einen Vorteil. Ihr könnt zwischen Nierencharakteristik und Kugelcharakteristik umschalten. Was heißt das? Niere heißt, der Sound kommt nur von einer Seite verstärkt. Der Sound von der anderen Seite wird gedämpft, dass jetzt keine Störgeräusche mit reinkommen. Kugel heißt, der Sound kommt von überall gleich, klingt aber charakteristisch einfach besser. Viele dieser Mikrofone sind von Haus auf Niere gestellt, einfach um Tastaturgeräusche auszugleichen. Werden wir mal wieder bevormundet. Von Bewegbarkeit haben wir hier kaum einen Unterschied. Ich finde sogar, das Modbike ist mit seinem beweglichen Arm schöner zu bedienen als das hier. So ein Headset kostet viel Geld. Da seid ihr bei 200 Euro bis 400 Euro dabei, um ein gutes Headset zu bekommen. Und das Mikrofon ist immer noch Trash. Das Modmic, gleich vorweg, kostet 150 Euro. Wenn ihr euch dann noch ein gutes Schuhe-Headset oder so, gute Schuhe-Kopfhörer dazu holt, wie die 770. Ihr könnt euch dazu holen, was Gutes wie die Shure 770, Referenz für Podcasts und so weiter. Da dran geklebt habt ihr ein Modmic oder das Shure SR 940, mein Lieblingsmikrofon. Ja, da löst sich hier oben schon ein bisschen auf, weil ich es halt jahrelang gebraucht hatte. Aber das ist vom Sound her eins meiner Liebsten. Ist ein bisschen plastikmäßig, kostet 200, 300 Euro. Aber ihr könnt es an alles ranmachen, auch an das, was ihr gerade schon habt. Das macht das Modmic natürlich universal. Aber uns geht es hier in diesem Video natürlich nicht nur um universal, sondern uns geht es um den besten Klang. Und es gibt einen Grund, warum dieses Mikrofon den besten Klang auf dem Markt hat. Denn keine Kompromisse. Modmic macht keine Kompromisse. In diesem Video zeige ich euch gleich im Vergleich auch nochmal, dass man mit Equalizern und ein bisschen Kompression natürlich noch viel rausholen kann, aber nicht jeder kann das von Haus auf. Deshalb gleich mal vorweg, out of the box klingt natürlich am besten das Shure MV7 oder das SM58. Mit Equalisierung klingt das Intellion genauso gut wie das MV7 oder das SM58. So, die haben wir hier und die schauen wir uns jetzt gleich mal im Vergleich an. Ich gehe mal rüber an die Teststation und zeige euch mal die Vergleiche. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in meiner kleinen Testküche für heute. Was ihr gerade hört, ist das Shure MV7. Ein sehr gutes Mikrofon, angesteckt über den XLR-Eingang. Das heißt, ihr hört über die bestmögliche Qualität, über Audio-DAC und so weiter. Und alle Mikrofone hier gehen nochmal durch ein Audio-DAC, ob sie USB sind oder nicht. Angefangen mit dem Shure MV7. So, und jetzt wechsle ich für euch mal um. Jetzt seid ihr auf dem Modmic. Die Soundqualität sollte immer noch hervorragend sein und sich nicht wirklich, außer ein paar Equalizer-Einstellungen, abspalten vom MV7. So habe ich das Ganze auch eingestellt. Das war mir natürlich auch wichtig. Und jetzt switchen wir nochmal zurück zum MV7. Das ist das MV7. Das ist direkt vor mir im richtigen Abstand platziert zum Streamen. Aber einfacher ist natürlich das, weil mit dem Modmic kann ich überall hinlaufen, wo ich will, habe Ton überall drauf, wo ich will und bin an keine Kabel gebunden, was schon mal sehr geil ist. Mit dem Modmic halte ich ungefähr Streaming so 7-8 Stunden locker durch am Stück zu streamen, ohne dass die Batterie überhaupt einen Knick bekommt. 12 Stunden war das Maximum, das ich bis mit diesem Ding erreicht habe. Länger werden die meisten Leute sowieso nicht streamen. Nicht schlecht. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt schauen wir uns mal an. Das MV7 im Vergleich zum Beispiel mit dem Shure SM58. So, jetzt sind wir auf dem Shure SM58. Gleicher Abstand, gleiche Richtung. Da wäre ich ungefähr mit meinem Shure MV7 auch. Zurück auf dem MV7, denn jetzt testen wir das Headset. Denn wir wollen natürlich nicht nur das SM58 testen, sondern wir wollen schon mal das HS80 antreten lassen gegen das Intellion Modmic. So, deswegen machen wir jetzt das. Und so klingt jetzt das Intellion Modmic. 1, 2, 3, Test 4, 5. Und so klingt das HS80. 1, 2, 3, so klingt das HS80. Hallo, hallo, hallo. Das ist das HS80 von Corsair. Und jetzt gehe ich zurück zum Intellion Modmic. Das ist das Intellion Modmic. Und ihr merkt schon, da ist vom Klang natürlich einiges anders. Jetzt werde ich das Ganze nochmal vergleichen. Achtung, jetzt gehe ich nochmal rüber. Das hier ist das Corsair HS80. Test, Test, 1, 2, 3. Und jetzt gehen wir rüber aufs Intellion Modmic. Intellion Modmic, Test, Test, 1, 2, 3. So hört sich das Ganze an. Ihr merkt, klanglich ist da natürlich viel Variabilität mit drin. Jetzt gehen wir natürlich noch rüber und schauen uns mal solche Standard-Headsets an. Jetzt hört ihr von einem Non-In-Bone-Contacting-Kopfhörer das Mikrofon, das hier mit eingebaut wäre, wenn ich sonst nichts anderes hätte. Man sieht, der Unterschied ist varial. Zurück zu Studio Alex. Also ich muss jetzt hier wieder abbauen und drüber gehen. Also. Und genau das ist das, was ich euch nahe bringen will. Das ist es. Ihr habt gemerkt, wenn ich diese ganzen Mikrofone nutze, habe ich natürlich unterschiedliche Perks. Hier habt ihr ein All-in-One-Gerät. Klar,
das auch gut klingt mit Dolby Atmos theoretisch. Hier habt ihr ein kleines Mikrofon, das nur 100 Euro kostet und gebaut ist wie ein Panzer. Hier habt ihr super schlechte Soundqualität, aber Mobilität. Und hier habt ihr sehr, sehr gute Soundqualität und Mobilität. Und das ist das, warum Headsets scheiße sind. Denn selbst die proklamierten, unter anderem besten Headsets auf dem Markt können nicht mithalten mit diesem Mikrofon, das mit Großmembranmikrofonen mithalten kann. Und es ist auch noch günstig, 150 Euro dafür, plus gute Kopfhörer für 100, 150 Euro, seid ihr auch zwar bei 300 Euro, wie bei den großen Headsets, aber ihr habt halt einfach die dreifache Soundqualität, nicht nur was die Treiber und die dynamische Bühne angeht, die ihr natürlich auf die Ohren bekommt, nein, auch was das Mikrofon angeht. Und das ist das Geile. Das Einzige, was unterschiedlich ist an diesen Produkten, ist, welche Technologie dahinter steckt. Diese Platinen, die Entwicklung, die Software. Wie wird ein Signal von diesen Kapseln genommen und wird es verarbeitet? Und da sparen die meisten Hersteller, weil sie sagen, hey, das ist nicht wichtig, komm, das rationalisieren wir weg. Oder sie haben einfach nicht das nötige Know-how. Und falls ihr jetzt Bock bekommen habt, verlinke ich euch mal alles in der Videobeschreibung unten. Damit, und da kommt noch ein extra Video dazu, und mit der 30-Euro-Alternative könnt ihr von 100 bis 30 Euro ein Shure SM7B nachbauen, das zum Verwechseln ähnlich klingt. Da werdet ihr kaum einen Unterschied merken und das ist auch eine gute Alternative für Streamer. Das Teil habe ich schon getestet, schaut das Video an, wenn es euch interessiert. Das Teil habe ich nicht getestet, wenn es euch reicht, verlinke ich in der Videobeschreibung. Ich benutze es ja immer in den Livestreams. Und dieses Ding hier ist natürlich auch verlinkt. Danke nochmal an ModMic. Da sieht man mal, was man alles nicht weiß, wenn man sich nicht direkt damit beschäftigt und warum sich die Leute immer beschweren, ist aber richtig klar. Also wenn sich eine große Masse im Netz beschwert, siehe Alexi Bexi, Headset-Mikros und Scheiße, stimmt das auch. Es gibt halt eine einzige Alternative, die großartig ist und das ist diese hier. Und die ist vielleicht nicht das allerhübscheste auf dem Markt. Dafür ist es die bestklingendste. Und wenn wir ein was gelernt haben in dieser Welt der verrückten Streaming, Video, TikTok, Medienwelt, YouTube, Twitch. Ton geht über alles. Wenn das Bild scheiße ist, beschwert sich kein Mensch. Aber sobald der Ton nur ein bisschen off ist, wird der Mensch rausgeschmissen, denn unser Gehör ist viel sensibler als die Augen. Mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen. Raus aus diesem Video, rein ins nächste und so weiter. Ich mach mal die Lichter aus und drehe die nächsten Videos dazu, zu den Lichtern und ihr wisst schon. Outtake? I don't know. Raus? Ich hab kein Ende. Raus ins Video, nächstes Video.